Wunderschönen guten Abend. Gesundheit geht um alles, wo man immer irgendwie wieder denkt, macht Spaß, macht viel Spaß. Und dann kommt wer und sagt, und das darf man nicht, und das ist ungesund, da wird man krank, so geht es überhaupt nicht. Nennen wir die Namen, die Themen beim Namen, es geht im Prinzip um die Dinge, Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen. Ich nenne es ganz gern das kleine Wochenendpaket. Unter der Woche bringt man das Package nicht immer restlos durch. Am Wochenende schaut man, dass man dann das Packerl 2, 3, 4, 5 Mal abarbeitet. Und am Montag versucht man wieder fit zu wirken. Wer es nicht hinkriegt, legt nochmal nach und ist am Dienstag richtig scheiße benannt. Gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen. Meine Damen und Herren, diese 5 Themenbereiche, wenn es um Gesundheit geht, und ich weiß ungefähr, wovon ich da spreche, ich komme aus dem Rettungsdienst vor seit 20 Jahren als Sanitäter beim Roten Kreuz in Salzburg. Diese 5 Themenbereiche sind die Basis für 90% aller Rettungseinsätze. Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen. Rettungsdienst ist so die eine Seite, aus der ich komme, die andere Ecke ist, und das muss ich jetzt ganz kurz nur als Hintergrund zu mir, warum bin jetzt gerade ich da, erzählen. Ich habe einen Beruf gelernt, ursprünglich habe ich gelernt Sozialarbeiter, allerdings zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Damals war das nur Akademie, und in Österreich sind Titel ja was sehr Wichtiges. Wir haben das gleich beim Kollegen ganz am Anfang auch gehört, der hat den Doktor eben auch echt selber gemacht. Ich habe abgeschlossen damals mit dem ehrenvollen Titel Diplom-Sozialarbeiter, und das kürzt sie ab DSA. Und DSA und Titel sind in Österreich wirklich was Wichtiges. DSA kennt keine Sau. Und wenn man es abkürzt, DSA, und den Computer reinschreibt, ganz wurscht, welche Kürzel Angaben man kann, es macht kurz Blob und es steht da das. Der Computer glaubt, du kannst das nicht, und repariert es einfach gleich. Ja? Und ich habe dann in Salzburg im Landeskrankenhaus gearbeitet als Sozialarbeiter, und da kriegt man so Namensschilder, goldene Namensschilder. Die sind teilweise vierzeilig, nicht weil die so lange hassen, sondern weil die so viele Titel haben. Und ich musste 3-mal neu bestellen, bis niemand draufgestanden ist, das Ingo Vogel. Dann habe ich endlich eine Schüttel gehabt mit DSA, das hat aber überhaupt nichts geholfen, weil das keiner kennt. Ich war unterwegs und irgendwann auf einer Station redet mir ein junger Turnusarzt an und sagt, Vogel, ich verstehe das nicht. Sie rennen in dem ganzen Haus um mich herum, ich habe keine Ahnung, was Sie arbeiten. Und was heißt dieses DSA? Sag ich, hast du studiert? Sagt er, freilich. Sag ich, mit was hast du denn abgeschlossen? Doktor. Sag ich, ja, an. Schau, wenn du heute ein Studium mit Doktor abschließt, schreibt man am Ende Doktor. Wenn du das zweite Studium mit Doktor abschließt, schreibt man Doktor, Doktor. Ab dem dritten, vierten schreibt man nicht mehr Doktor, 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 Doktor. Da schreibt man dann Doktor sämtlicher Akademien. Und das kürzt sich halt ab, DSA. Ja. Er war skeptisch, ich war 24. Ein bisschen Selbstbewusstsein ist da schon ganz gut. Meine Damen und Herren, vielleicht ganz kurz zu den Themen, damit Sie das ein bisschen mit einschätzen können. Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen. Ich habe gesagt, 90% aller Rettungseinsätze gehen auf diesen Bereich zurück. Der Klassiker, die körperliche Erkrankung, ganz klar. Gehen wir es kurz durch. Mir fahren die Leute eine, weil sie angesoffen sind. Da denkt man alle sehr schnell an die Jugendlichen. Klar, es ist immer die Jugend. Das ist ein Irrtum. In etwa 95% derer, die wir angesoffen ins Krankenhaus fahren, sind zwischen 20 und 55. Öder wären es nicht. Nein. Du fährst praktisch nie einen 75-jährigen Profi-Psuff. Der ist aus. Ja, das ist vorbei. Mir fahren die Leute eine, weil sie angesoffen sind. Mir fahren sie eine, weil sie angesoffen irgendwo dagegen rennen. Das tut weh, dann fahren wir es eine. Mir fahren sie eine, weil sie angesoffen wo dagegen fahren. Tut weh, fahren wir es eine. Mir fahren sie eine, weil sie angesoffen deppert werden im Schädel. Dann haut einer eine over. Das tut weh, fahren wir es eine. Mir fahren sie eine, weil sie gesoffen haben, aber zu wenig für das, was normal saufen. Dann sind sie auch scheiße benannt. Der Körper vertragt das nicht, wenn man Alkohol, wenn man sich gewöhnt hat, dran, darfst du nicht einfach weglassen. Da schreckt sich der Körper. Ja? Also wirklich, man kann vom Nähtsaufen sterben. Das ist brutal. Ja? Ja, wirklich, man kann vom Nähtsaufen, der, wirklich, das ist, das kann kaum eine andere Droge. Wenn ich heute aus Versehen heroinabhängig bin. Ja?
Die sind alle aus Versehen Heroin. Ich kenne keinen einzigen Heroinabhängigen, der gesagt hat, das Zeug habe ich übernannt, morgen gehe ich an. Also das ist immer Versehen. Man wird nicht absichtlich Alkoholiker. Geht da keiner her und sagt, ich bin ein Alkoholiker. Der Vater war schon einer. Da will ich auch einer. Das liegt bei uns in der Familie. Da ist noch keiner älter als 55 geworden. Wir fahren wegen Saufen, wir fahren wegen Rauchen. Wir fahren wegen der Kombination Rauchen. Saufen geht auf die Blutgefäße. Blutgefäße werden vom Rauchen Saufen immer abwechselnd. Weiter enger, weiter enger, weiter enger, weiter enger, weiter enger. Fitnesscenter für Blutgefäße. Blutgefäße wollen kein Fitnesscenter. Die taten viele beim Körper umeinander hängen und ihr Blut pumpen. Das reicht ihnen an Bewegung. Wenn Blutgefäße 30 Jahre Fitnesscenter gehabt haben, gingen die her und sagen, wir scheißen auf die Außenbezirke. Schlechte Durchblutung der Peripherie, Zeichen, Finger, Haut, Augen, Hirn, Nieren, fahren wir schon wieder. Wir fahren wegen Rauch, wir fahren wegen Saufen, wir fahren wegen den illegalen Drogen, verhältnismäßig wenig, muss man fairerweise sagen, und dann eher wegen psychischen Ausnahmesituationen. Wir fahren wegen Fressen. Geben Sie mir 6 Sekunden für die Ernährungsproblematik. Wir fressen zu viel, das ist zu fett, wir werden zu blatt, wir kriegen einen Bluthochdruck, einen Zucker, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, wir sind hier und wir fahren schon wieder. Das ist es im Grunde, mehr ist es nicht. Also, das brauchen wir nicht länger drüber reden. Wir fahren, meine Damen und Herren, ganz ehrlich, wir fahren sogar wegen Sex. Ja. Was glauben Sie, ist der Hauptgrund, dass wir wegen Sex eine Rettung braucht? Der Herzinfarkt, Viagra. Wir sprechen allerdings in dem Fall vom 50- bis 60-jährigen übergewichtigen Bluthochdruckmann, der 2 Viagra einwirft und ins Puff marschiert, den zlegt's. Und zwar bei der Eingangstür. Der macht die Tür auf, sieht die jungen Damen, das Herzl macht noch ganz kurz bim, 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 bim und aus. Wenn wir mit der Rettung hinkommen, meistens sind sie schon bewusstlos. Wenn sie ansprechbar sind, haben sie ein einziges Interesse an den Rettungsdienst. Schreibe eine andere Adresse, damit meine Frau nicht erfährt, wo ich war. Es ist jedes Mal dieselbe Jammerei. Jedes Mal dieselbe Jammerei. Und ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Womit verdient er so ein Bordell Geld? Wer geht hin und wieder? Ist wieder keiner dabei. Wenn wir mit der Rettung hinfahren, sind sie alle da. Ich frage mich, wie die da hingekommen sind. Ganz ehrlich, wirklich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ja. Ganz aus der Sicht. Aber man muss eins ganz klar sagen, ich meine, wir haben natürlich dann auch noch die Klassiker. Meine Lieblingseinsätze sind diese Einsätze, wo Damen oder Herren, die kennen es beide, zu folgender Tat schreiten, und zwar dem rückstandsfreien Versenken von batteriebetriebenen Vibrationsgeräten in Körperöffnungen. Er kennt's. Es macht auch Spaß, fairerweise. Es sind sehr beliebt diese batteriebetriebenen Vibrationskugeln, die sind wirklich, sie machen an unterschiedlichen Körperöffnungen Murzergaude. Männer probieren, ob das anal auch lustig ist, und dann plopp, dann ist die Garde da drin. Und diese Batterien sind von hoher Ausdauer. Und irgendwann rufen die alle an und hucken bei uns im Rettungsauto. Meistens reden sie sich auf dem Handyalarm aus, aber da gehört das Handy halt auch nicht hin. Ja. Aber es ist der Klassiker, es ist Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen, es ist die körperliche Erkrankung, es ist die körperliche Herausforderung. Natürlich haben wir dann auch noch, das ist halt auch anerkannt. Ja. Psychische Erkrankung. Man kriegt, wird schon. Aber nicht mit dem Betroffenen. Hast du schon gemerkt? Bisschen komisch, oder? Glaubst du, war's das? Ich sag's ihm nicht. Meine Damen und Herren, wenn Sie heute eine psychische Erkrankung erleiden, sind Sie mit ein bisschen am Pech der Letzte, der davon erfährt. Alle anderen wissen's schon. Aber ganz ehrlich, wie ist die Notrufnummer bei psychischer Erkrankung? Wie ist die Rettungskette bei psychischer Erkrankung? Wen rufe ich an? Was tue ich?
Und wenn man heute von Krise spricht, wenn man heute von Krise spricht, ganz ehrlich, Krise, eine Krise, eine Krise. Ja, wenn man heute von Krise spricht, das ist die Wirtschaftskrise. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit der Krise geht. Mir hat die Krise vor mittlerweile 5 Jahren erreicht. Telefonisch. Mit gescheit gerissen. Telefon lädt Vogel. Guten Tag, Herr Vogel, hier spricht Ihre Bank. Hallo, Bank. Herr Vogel, Sie können sich vorstellen, warum wir Sie gerade heute anrufen? Wegen meinem Konto. Herr Vogel, korrekt, Sie sind momentan 4.780 im Minus. Ja. Bank, wissen Sie, wie es auf meinem Konto vor einem Jahr ausgeschaut hat? Herr Vogel, das haben wir gleich. Herr Vogel, vor einem Jahr waren Sie 2.690 im Plus. Sag ich, und, habe ich angerufen? Ne? Für das ist er eine Bank. Für das ist er eine Bank. Einmal hat er das Geld, dann ein bisschen Geld. Das wird sie am Schluss schon wieder ausgehen, oder? Und wenn Sie, die Zeitung die letzten Jahre ein bisschen gelesen haben, dann ist eins klar, von diesem unendlichen Volumen, das eine Bank hat, das ist ein brutales Volumen. Das ist unglaubliches Volumen, das ist eine Riesenbank. Von diesem Volumen müssen die gerade einmal 9% wirklich haben, 9%. Von meinen 4.700 minus interessieren den gute 400 Euro. Die bringe ich ihm vorbei. Die drucke ich mir draußen beim Bankomaten aus und trage sie ihm rein. Das soll nicht jammern. Oder glauben Sie, wenn Sie 10.000 Euro im Plus sind, dass der die hat? 900 hat er. Die restlichen 9.100 sind Arbeiten. Steht da drauf, wir lassen Ihr Geld für Sie arbeiten. Guter Tipp, wenn Sie morgen in der Hocken eintreffen, tun Sie mal kurz schauen, ob Sie irgendwo das Geld beim Arbeiten erwischen. Sollte Ihnen das gelingen, rufen Sie die Salzburger Landesregierung an, die suchen auch noch, wo unser Arbeiten ist. Ja? Und ganz ehrlich, bevor irgendjemand mein Geld spekulativ arbeiten schickt, ist mir lieber, es ist in Griechenland auf Erholung. Ja, da kann ich mir es anschauen. Da fahre ich hin, sitze mir am Strand und sage, schau, das ist der Sand, in den wir unser Geld gesteckt haben. Warm und gemütlich. Meine Damen und Herren, ich habe natürlich da jetzt nur Zeit, einen kleinen Streifzug zu machen. Lassen Sie mich aber zum Abschluss einen Gast einladen, den ich seit 20 Jahren bei mir im Programm mit dabei habe und gerade bei Veranstaltungen wie diesen heute ihn gerne mit dabei habe, weil ich ihn bitte, einmal eine kleine Zusammenfassung dessen zu geben, was bisher passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor einem Jahr ziemlich genau ist mein Gast und Begleiter Marcel Reicher-Ranitzky verstorben. Mir hat es ein bisschen geschreckt, wie der gestorben ist, weil man gedacht hat, man gut 94 Jahre alt, kein leichtes, aber doch auch spannend, erfüllt, abwechslungsreich und herausforderndes Leben. Aber weg. Und 20 Jahre haben wir gemeinsam im Kabarett verbracht. Geht das noch oder geht das nicht? Und haben wir dann gedacht, okay, er ist ein großer Geist und das meine ich ernst, ich lasse ihn auferstehen. Ich habe mich dann eingelesen, für Auferstehungen werden üblicherweise 3 Tage gewährt. Und das ist ein Zeitraum, wo man damit sich zurechtfindet. Und Marcel Reicher-Ranitzky ist mit mir unterwegs und ich begrüße ihn ganz herzlich als meinen Abschlussgast vor der Pause hier bei Ihnen. Sollte wer Marcel Reicher-Ranitzky nicht kennen, ist vollkommen wurscht, der ist als Typ lustig. Wie ich das erste Mal bei mir Marcel Reicher-Ranitzky im Programm gehabt habe, ist er Bekannte von mir drinnen gesessen, schaut mir an und sagt, war super. 3 Wochen später ruft es mir an und sagt, Ingo, schalt den Fernseher an, da ist einer drin, der macht die noch. Falsche Reihenfolge. Er sitzt normal in so Lederfoteus ganz weit unten, aber da sehen Sie mich nicht, das hat keinen Sinn. Und tipp an die Technik, der ist ein bisschen laut, der Bursche. Wir begrüßen Sie sehr herzlich heute hier bei dieser Veranstaltung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind hier aus unterschiedlichen Gründen zusammengekommen. Wir haben es schon abgefragt bekommen. Es scheinen einige tatsächlich freiwillig da zu sein. Andere werden es nicht zugeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien wir gemeinsam froh, dass der Veranstalter gesagt hat, doch, wir machen es mit Zelt. Wir wären schon ziemlich nass. Wir sind zusammengekommen, um uns ein bisschen auszutauschen, um gemeinsam unterschiedliche Herangehensweisen an verschiedenste Themen sich auseinanderzusetzen, sie wieder zusammenzubauen, um dann gemeinsam vielleicht ein Extra für sich herauszunehmen, von dem man sagt, dieses ist es, das ich mir mitnehme, um es mir selbst bei mir in meinem Kontext wieder einzubauen, um es dann als solches nach außen weitergeben zu können. Wir nennen das Gedankentanken. Wir nennen das Gedankentanken, weil wir tanken. Wir füllen auf, wir nehmen zu uns heran. Wir müssen dafür natürlich möglicherweise auch wieder was weggeben. Kann schon sein. Allerdings, wir haben es gelehrt, das hier ist der leistungsfähigste Computer, Ihre ist der zweitstärkste. Ich habe das verstanden. Meine Damen und Herren. Lassen Sie mich vielleicht mit einem kleinen Streifzug durch das heutige Programm den Versuch starten, eine Idee zu finden, wie Sie vielleicht nicht nur etwas mitnehmen können, sondern andererseits damit auch den anderen, die alle heute hier den Weg in dieses Zelt nicht gefunden haben, etwas voraus haben. Sie haben heute hier erinnern einen Weg finden können, wie Sie zum Glück kommen, ohne drei Stücke Kuchen von meiner Großmutter essen zu müssen. Das gefällt mir. Ich kenne diesen Kuchen, den will man nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Aber ein bisschen habe ich auch den Eindruck bekommen, es ist die Beschreibung des Weges, wie man denn dann, wenn man alleine ist, glücklicher ist, als wenn andere da sind. Stellt sich die Frage, müssen es immer die anderen sein, die das eigene Glück kaputt machen? Oder wie kann denn dann, wenn der, der glücklich ist, auch wieder da sein, damit ich nicht so allein glücklich sein muss? Meine Damen und Herren, gleichzeitig natürlich der Versuch dabei, dann den, der alleine glücklich ist, zu erwischen, um das zu kaufen, was ich ihm verkaufen will. Gemein ist natürlich, wenn er derzeit nicht erreichbar ist, weil er gesagt hat, ich gehe aufs Klo und da lasse ich mich nicht anrufen. Wie soll jetzt der andere den richtigen Satz sagen, wenn der da gar nicht erreichbar ist? Das kann nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, ich hätte auch noch einen kleinen Vorschlag, wie man bei dieser Kaltakquise vielleicht den Kontakt auch noch aufnehmen könnte, wenn Sie einmal Hallo gesagt haben, der andere, den man angerufen hat, begrüßt hat, sagen Sie nicht viel, sagen Sie nicht Ihren Namen. Warten Sie, bis der andere was gesagt hat, er wird ja was sagen. Er wird sagen Ja oder Hallo oder einen Namen. Und dann kommen Sie dran und dann sagen Sie, warum haben Sie mich gerade heute angerufen? Ich kann Ihnen sagen, das Gespräch hat begonnen. Das verspreche ich Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, versuchen Sie ein bisschen den Weg durch die eigene Gesundheit, und das hat mir besonders gut gefallen. Achten Sie dabei gleichzeitig auf sich. Ignorieren Sie nicht Anzeichen. Vielleicht sinkt Ihre Überlebenschance auf 10% in den nächsten 7 Tagen, wenn Sie die eigenen Anzeichen nicht ernst nehmen. Nehmen Sie sich ernst, nehmen Sie sich wahr, achten Sie aufeinander. Sehen Sie auch dann, wenn Sie in einer Pause gemeinsam ein bisschen etwas konsumiert haben, sich ausgetauscht haben, das nächste Programm an. Rhetorik. Die Idee, Inhalt, von dem Sie noch gar nicht wissen, dass einer sein wird, so zu vermitteln, dass der, der es verstanden hat, dann erkennen muss, dass es Inhalt war, von dem Sie nicht gewusst haben, dass es ihn gibt. Wenn Ihnen das gelingt, sind Sie bei Führung, das wird gelingen, und haben dann die zauberhafte Möglichkeit der Magie, die mental im Kopf die Bilder erzeugt, von denen Sie nicht wussten, dass Ihr Kopf das kann, aber wir wissen, das ist ein Computer, der kann mehr. Wenn dann noch festgestellt wird, ob demografisch Sie überhaupt noch tatsächlich die sind, für die das Programm gemacht ist, oder ob die Alterspyramiden möglicherweise dort eingetroffen sind, wo wir sagen, kann man leider nichts machen, aber da sind Sie noch, haben Sie die Chance, am Ende sich inspirieren zu lassen.
Und ganz zum Schluss freue ich mich auf Musik. Was werden Sie erleben? Musik. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus.